Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Wer es noch nicht weiß, ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Heute machen wir uns eine schnelle Südtiroler Hirtenpfanne. Alles, was ihr rund um das Rezept wissen müsst, wie die genauen Mengen und das ausführliche Rezept, steht unten in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir uns die Zutaten an. Wir brauchen Nudeln, in meinem Fall sind das jetzt Rollini-Nudeln. Ihr könnt Spirelli nehmen, ihr könnt Penne nehmen. Ist eigentlich recht egal, was für Nudeln ihr nehmt. Hauptsache, es ist eine Nudel und dann sollten diese auch vorgekocht sein. Dann brauchen wir Hackfleisch, in meinem Fall halb und halb. Frische Champignons brauchen wir auch, Zwiebeln und Knoblauch brauchen wir, Kirschtomaten, Erbsen brauchen wir auch, Speck darf natürlich auf keinen Fall fehlen. Außerdem brauchen wir Tomatenmark, hier ist Oregano und Thymian drin und hier außen haben wir nochmal frische Petersilie. Dann habe ich hier noch Parmesankäse. An flüssiger Komponente habe ich hier jetzt eine Mischung aus Sahne und Milch, das Ganze 50-50 gemischt. Wer möchte, kann das Ganze auch nur mit Sahne machen. So steht es im eigentlichen Rezept. Finde ich aber ein bisschen too much. Deswegen habe ich hier Milch und Sahne. Aber wer möchte, kann natürlich auch nur Sahne nehmen. Und später zum Abschmecken brauchen wir noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Das waren dann auch schon unsere Zutaten. Somit können wir gleich mit dem Schnippeln starten. Die Zwiebeln werden in Halbringe geschnitten. Die Tomaten werden geviertelt. Die Champignons werden geviertelt. Wer möchte, kann sie auch in Scheiben schneiden. Der Knoblauch wird gerieben. Alternativ dazu könnt ihr den hacken, pressen, machen, tun, wie ihr möchtet. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Ich finde gerieben immer schöner. Der Speck, der wird einfach hier in so dünne Streifen geschnitten. Wenn der diese Stärke hat, hier ist das Ganze perfekt. Und wenn du klaust, hau ich dir auf die Finger. Dann wären die Vorbereitungen soweit abgeschlossen. Wir können starten. Dazu hole ich die Pfanne und wir sehen uns am Hockerkocher wieder. Dann sind wir am Hockerkocher angekommen. Da hat meine 45er Pfanne drauf Platz genommen. Diese ist von Barbecue Toro. Der Brenner ist auch an. Jetzt fangen wir an, dass wir erstmal den Speck auslassen. Ihr seht, der Speck hat seine Arbeit getan. Wir haben jetzt hier richtig schön Fett in der Pfanne. So soll das auch sein. Jetzt können wir anfangen, das Hackfleisch dazu zu tun. Und auch das braten wir erstmal mit an. Nachdem wir das Hack dann jetzt mit angebraten haben, nehmen wir die Zwiebeln, geben die dazu. Und auch diese heben wir unter und werden die nochmal so ein bisschen mit anbraten. Im nächsten Schritt kann dann der geriebene Knoblauch dazu. Den rühren wir unter. Und dann braten wir auch den noch mal so ein bisschen mit an. Einfach nur so lange, dass er seine Aromen entfalten kann. Dann können die Erbsen dazu. Und auch die heben wir unter. Als nächstes sind die Champignons dran. Auch die geben wir dazu. Und auch die rühren wir vorsichtig unter und dann braten wir die so lange mit an, bis die ihre Hälfte von der Größe verloren haben. Und das dauert jetzt ein paar Minütchen und dann sehen wir uns wieder. Wie man dann unschwer erkennen kann, sind unsere Pilze richtig schön eingefallen. Jetzt können wir das Tomatenmark dazugeben. Dazu habe ich mir in der Mitte hier so ein kleines Loch gemacht. Und jetzt rühren wir das einfach ganz stumpf unter und auch das braten wir noch mal so ein paar Sekündchen mit an. Jetzt geben wir dann unsere Kräuter dazu, da aber bitte nur Oregano und Thymian. Dann kann noch etwas Salz dazu und natürlich Pfeffer. Das vermischen wir noch einmal gut. Im nächsten Schritt gießen wir dann die Sahne an, beziehungsweise Sahne-Milchmischung. Ich hatte ja anfangs erklärt, ihr könnt auch nur Sahne nehmen. Und jetzt habe ich dann die Flamme runtergedreht auf kleinste Stufe, denn jetzt ist es wichtig, dass unsere Sahne-Milchmischung einreduzieren kann, damit das Ganze gut andickt. Ja, und dann haben wir nur noch die Nudeln und Tomaten, die dazukommen. Die heben wir dann später unter und dann ist unsere Pfanne auch schon so gut wie fertig. Aber das hier in Zeit wird, denke ich mal, jetzt so gute 10, 15, 20 Minuten dauern.
Jetzt, wo das Ganze 10 Minuten geköchelt hat, können wir noch den Parmesan dazugeben. Denn der hilft uns auch noch so ein bisschen beim Eindicken. Den rühren wir schön unter. Wer jetzt keinen Parmesan mag, kann da natürlich einen anderen Hartkäse nehmen, den er mag. Oder ganz anderen Käse. Und wer gar keinen Käse mag, kann ganz weglassen. Und wie man sieht, das Ganze wird jetzt immer dicker. So soll das auch sein. Jetzt nehme ich mir mal hier so ein Löffelchen und werde die Soße mal probieren. Ja, geschmacklich schon ganz gut, aber ein bisschen Salz geht noch. Da müsst ihr dann gucken, wie salzig ihr das haben möchtet. Für mich kann hier noch was dran. Und Pfeffer geht auch noch. Dann wird nochmal verrührt und im Anschluss probiert. Mittlerweile sind wir dann an dem Punkt angekommen, wo die Soße dick genug ist, denn so ein bisschen was an den Nudeln wollen wir ja dran haben. Deswegen können wir dann jetzt anfangen, immer mal so ein Händchen von den Nudeln nehmen, dazugeben. Die können wir dann unterrühren. Ja, und das machen wir jetzt erstmal mit allen Nudeln. Die Nudeln werden dann untergehoben. Die lassen wir dann jetzt einfach nur noch mal heiß werden, so gute 5 bis 10 Minuten. Da solltet ihr aber bitte darauf achten, das Ganze immer mal umrühren, damit unten nichts anhängt. Denn wie man hier hinten sehen kann, viel Soße haben wir nicht mehr. Das heißt, das geht jetzt schön alles in die Nudeln über. Final kommen dann jetzt noch die Tomätchen dazu. Die werden wir einmal vorsichtig unterheben, lassen die heiß werden. Ja, und dann sehen wir uns drüben am Tisch, wenn wir das Ganze probieren. Dann wäre unsere Pfanne fertig. Jetzt zum Schluss garnieren wir das Ganze noch mal hier so ein bisschen mit Petersilie. Ich würde sagen, so sieht das Ganze richtig herrlich aus. Ich hole mir jetzt einen Teller, fülle mir ein bisschen was auf und dann wird probiert. Ich glaube, angucken brauchen wir es uns heute nicht mehr, denn das Ganze habt ihr in der Pfanne gesehen. Ich habe auf jeden Fall hier was auf der Gabel. Guten Appetit. Dann haben wir es geschafft mit dem Probieren, sind wir durch. Geschmacklich ist das Ganze eine richtig runde Nummer. Wir haben hier schön angebratenes Fleisch, Speckgeschmack ist mit drin. Dann, was mich am meisten flasht, ist jetzt hinterher diese Käse-Sahnesoße. Dann mit ein paar Kräutern und Gewürzen abgeschmeckt. Einfach nur herrlich. Also, wer so eine Pfanne hier noch nicht gemacht hat, der soll sie einfach nachmachen, unten reinschreiben, wie hat sie ihm geschmeckt. Und was auch noch richtig geil kommt, wenn ihr so wie ich jetzt die Tomaten so zum Schluss dazugebt, die einfach nur so ein bisschen heiß werden lasst, haben wir noch so eine richtig schöne Frische mit drin. Auch das ist echt der Hammer. Also nachmachen, unten reinschreiben, wie hat es euch geschmeckt. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Wir sind am Ende vom Video angekommen. Ich hoffe, das hier hat euch gefallen. Unsere Südtiroler Hirtenpfanne ist eine richtige schöne Pasta-Nummer, cremig, lecker und auch wieder relativ einfach. Und die Zutaten bekommt ihr auch eigentlich überall. Es war jetzt nichts Extravagantes dabei, was ihr nicht kriegt. Also von daher denke ich mal, sollte das jeder nachmachen können. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, dann einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten? Hier oben könnt ihr das nachholen, da ploppt mein Logo auf. Das könnt ihr anklicken, die Glocke aktivieren. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und dann sage ich wie immer, bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.